Ah ja. Ja, jetzt hat er hier photonische Watch auch noch gerufen. Das macht aber nichts. Gefundene Minen, Enterkommandos. Wo kommen diese Enterkommandos her? So, er feuert doch noch irgendwas auf mich. Schirre-Schüsse? Ich sehe, wie meine Schilder auf... Noch ein Apax-Schlachtschiff? Haben wir das jetzt eben gerade zerstört oder ist das jetzt ein anderes? Ich habe keine Ahnung. So. Arschkopf. Und wir wurden befördert. Gab's da irgendwas Tolles? Nein, nix. Oh. Dafür haben wir Loot bekommen. Loot haben wir nämlich hier eine Konsole bekommen. Was macht die Phaser-Disruptor-Schaden wieder schnell? Das brauchen wir nicht. So, und jetzt herunterbeamen. Die Sensoren zeigen keine Hirocho-Schiffe mehr im System. Das Beam auf die Warwick sollte jetzt wieder sicher sein. Aber wir sollten uns beeilen. Die Hirochen geben nicht so einfach auf. Jawohl, herunterbeamen. Standard aus dem Team und Energie. Captain, ich bin mir jetzt sicher. Die Warwick wurde von den Davidianer angegriffen. Ja, das dachte ich mir schon. Wir sind vielleicht noch dort, Sir. Ich empfehle ein eingedämmtes Subraumfeld zu erschaffen, um zurückgebliebene Davidianer zu erkennen. Zur Erstellung des Feldes benötigen wir Komponenten aus dem ganzen Schiff. Oh, klasse. Vor allem aus dem ganzen Schiff. Aber wir sind ja nur auf dem Deck. Und auf dem Deck ist alles. Also das ist nicht das ganze Schiff. Ach, cryptic. So, irgendwo in dem Raum hier links ist das. Hier auf der Karte dieser Raum. So. Da leuchtet etwas. Subraumkomponenten aufsammeln. Subraum-Dings-Komponenten. Haben wir. Nächste. Ich bin so verschleimt in meinen Hals, das gibt's doch nicht. So. Hier irgendwas? Ja. Ach, da ist eine Kiste. Kann man hier wieder die Scanner scannen? Ja, wieder dasselbe Text. Aber diesmal keine Auszeichnung. Na, wäre ja auch merkwürdig, wenn wir eine Auszeichnung zweimal bekommen könnten. So, das hätten wir auch. Fehlt nur noch die dritten Komponenten. Die da jetzt da vorne rechts irgendwo sein dürften. Das ist das Tolle an Cryptic Maps. Die sind so vorhersehbar. Man sieht genau, wo man lang muss und wo man was machen muss. Man muss nicht viel nachdenken. Ja gut, eigentlich ist es langweilig. Und in meinen Foundries versuche ich so etwas ja auch zu vermeiden. So, wir haben alle Komponenten, die wir benötigen, Captain. Der beste Bereich, um dieses Subraumfeld aufzubauen, wäre der Warp, wäre der Maschinenraum. Wir sollten dorthin zurückkehren. Okay. Die Davidianer leben leicht außer Phase im Vergleich zu unserer Realität. Sie kommen auf die andere Seite, um nach Nahrung zu suchen, aber den Rest der Zeit sind sie unsichtbar. Sie können uns in diesem Augenblick umkreisen und wir würden es nicht einmal merken. Ich weiß, dass wir versuchen sollten, friedlich mit anderen Spezies umzugehen, Sir. Aber die Davidianer haben die Crew der Warwick gefressen. Wir müssen sie aufhalten. Sehe ich ebenso. So, mal kurz was gucken. Hier war nichts, genau. Und hier war... Hat man nicht einen opetianischen Gehstock? Hätte schön können, dass wir einen hatten. Nö, haben wir nicht. Okay. Naja, macht nichts. Moment mal, die Aktion läuft doch noch, oder? Will gerade mal was gucken. Tap, 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 tap. Heute haben wir den... Doch, das läuft noch hier mit den besonderten anderen Staffeln. Hier, seht ihr? Da gibt es diesen Gehstock in der Mission Gespenster. Die erinnert sich vielleicht ein oder andere noch dran. Und dieser Gehstock, der ist einfach toll. Ich glaube, wenn wir die Mission fertig haben, machen wir in aller Eile nochmal schnell die Mission Gespenster durch und holen uns damit den Gehstock. So, Nummer 1. Nanu, warum macht Skype Geräusche? Ich bin Skype auf Offline gestellt, also... Nicht mal auf Offline anzeigen, halt wirklich offline. Ich hab's halt nur noch offen. Aber ich bin offline. So, Nummer 2. Oh, Nummer 3. Schön, sogar mit Leuchteffekten. Ich will in der Foundry auch solche Leuchteffekte haben. Wisst ihr, das ist so. Wenn man als Foundry-Autor auf eine neue Map geht oder so etwas sieht, da denkt man sich nicht, oh, das sieht toll aus, sondern warum kann ich das nicht in der Foundry haben? Naja. Captain, die Davidianer sind verschwunden, aber die Portale, durch die sie an Bord gekommen sind, stehen immer noch offen. Unsere Phaser sollten in der Lage sein, in ihre Phasenintegrität zu destabilisieren. Ich schlage vor, dass wir die Portale schnell abschießen, bevor sie zurückkommen. Zerstören sie die Subraum-Warp-Löcher. Subraum-Anomalien, so. Ha, vor wegen, alle Davidianer sind weg. Also, ich
glaube, mit der guten Frau muss ich nochmal ein ernstes Wörtchen reden. So, den haben wir. Hab die Feuern bekommen. Das ist merkwürdig. Manchmal ist das so mit den Dingern, wie heißt es? Das ist, seitdem ich die Keybinds habe, ist das so, dass die manchmal nicht wirklich feuert, weil sie dann versucht, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Ist ein wenig ärgerlich, aber hin. So, das haben wir. Vorwärts. Terror rennt schon mal vor. Terror rennt vor. Versteht er? Muhaha. Muhaha, du bist schlecht. So, muss mal einen anonymen Hater auf mich selber spielen. Tut mir leid. Stirb, Davidiana. Hör auf, die Crew zu fressen. So, da kommt schon. Den haben wir. Und das Davidianische Portal und den anderen Davidianer da hinten noch. Aber erstmal das Portal. Wie ihr seht, also falls ihr euch jetzt wundert, warum wir hier jetzt so das 2, 3, 4, 5 haben. Also, dass sie alles angreifen, was ich angreife, das ist hier das Ding. Es ist eigentlich hier oben. Mit der rechten Maustaste kann man sich das da hinziehen. Und das macht, wenn ich mir das hier in meine Leiste für die Taste 1, also wenn ich 1 drücke, wird hier das ausgelöst und hier die Reihe. Eben meine Keybinds. Und das macht eben, dass alle meine Brückenoffiziere dasselbe Ziel angreifen, das ich angreife. Was von Vorteil ist, weil die Ziele dadurch schneller besiegt werden, wenn alle auf dasselbe Ziel schießen, als wenn man alle durcheinander auf verschiedene Ziele schießen. Eben so konzentriertes Feuer und so, ihr versteht, was ich meine. So, na komm. Dämliche Schatten. Ich mag Kaffee. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ich glaube, das habe ich schon öfters erwähnt. So, und jetzt machen wir mal was ganz Sinnloses gegen ein davidianisches Portal, also eine Anomalie. Machen wir einen Schritt und wir töten es damit fast. Wir sind so toll. Und ja, jetzt sind die Sicherheitsleute gekommen. Naja, macht nichts. So, ich sehe schon zum Schiff zurückkehren als nächstes Missionsziel. Dann warten wir mal, bis der rote Alarm beendet ist. Captain, wir konnten mehrere Anomalien in Schiffsgröße entdecken, die triolische Strahlung abgeben. Wir haben sie mit ionisierter Strahlung bombardiert, um sie sichtbar zu machen. Gut mitgedacht, Herr Risse. Sie ähneln den kleinen Anomalien sehr stark, die sie auf der Warwick zerstört haben. Wenn wir die großen Anomalien zerstören, können wir den Bereich gegen einen weiteren Raub der Davidianer schützen. Okay, hochbeamen. Dann tun wir das mal. Captain, die Ionisierungsstrahlung hat alle Portale sichtbar gemacht. Unsere Waffen sollten genug Energie hinzufügen, um sie komplett aus der Phase des Universums, egal, grammatikalisch komisch. Sir, ein romulanisches Schiff ruft uns. Schiff der Sternflotte, Sie betreten geschütztes Gebiet des romulanischen Raums. Wir haben mehrere Subraumkommunikationen, die sie mit dem Verschwinden der Heroischen Staffeln in Verbindung bringen, die friedliche Forschung in diesem Betrieb geblieben haben. Machen Sie sich bereit, um Ihre Verbrechen zu bezahlen. Heroischen? Friedliche Forschung? Da fuck? Ja, zerstören Sie die Portale der Davidianer. Ist nicht so einfach, wenn hier ein Moga ist, der da auf mich feuert. Ach, die schalten wir schon aus. Sehr schön. Gegenstände nehmen. Das da ausschalten. Und die Mission abwarten und vorbeifliegen. So, hier ist ein Portal. Wo sind die anderen Portale? Hilfe, ich sehe keine anderen Portale. Die werden schon noch auftauchen. Ich sehe es ja hier auf der Karte, wo sie sind. So, alles Feuer auf das Davidianische Portal als erstes. Das hat jetzt höchste Priorität für mich. So, genau so. Jetzt den Mogai. Hallo, das Portal müsste doch deaktiviert sein. Ach, jetzt ist es weg. Es ist wie ein Schiff explodiert. Lulz. Naja. Na komm, geh sterben, Romulaner. Ach, Schnupf, ich hasse es, tut mir leid. Gegenstand. Hier auf die Karte schauen, sehen wir dort ein zweites, aber hier müssen vier sein. Die finde ich schon noch. So, schon mal vorbuffen.
und angreifen. Ah, da hinten sind mehr. Jetzt kommt so hoch. Komischerweise sind die auch alle hier an diesem Gürtel da, also Trümmergürtel. Ich vermute mal, das sollen die Überreste von der Scimitar sein oder so. Nehme nicht an, Warband. Ich hab doch nicht gefallen. So, den haben wir auch. Oh, Plasmabrand, den sollten wir deaktivieren. Naja, so, weiter geht es. So, wunderbar, den haben wir auch. Auf jeden Fall noch der hier. Und dann war wahrscheinlich da oben noch irgendwo einer. Bei dem Trümmerfelder Scimitar soll das wahrscheinlich wirklich darstellen. Das könnte ich mir so gut vorstellen. Vielleicht auch von der Enterprise. Der hat ja auch einiges an Schaden abbekommen hier in dem System. Ah, Torpedos. Torpedos. Sehr schön. Und jetzt die leichten Tevarus. Romulana werden alle sterben. Alle sterben. Na komm. Hui! Explosion hat uns weggeschleudert. Rückwärtsgang wechseln und Feuer. So. Und jetzt vermute ich wirklich, dass wir hier lang fliegen sollen. Um die letzten Feinde zu besiegen, die dann wahrscheinlich sich wirklich da oben irgendwo versteckt haben. Das Cryptic und ihre Missionsdesigns. Das ist schlimmer als meine Mission. So, und mein Kaffee ist übrigens leer für diejenigen, die das nervt, dass ich nebenbei immer mal trinke. Ja, da ist ein... Ja, da ist es. Ich muss halt einfach zugeben, ich... Ja, nehme halt gerade viel am Stück auf und da brauche ich halt was zum Trinken. Weil ansonsten wird der Hals trocken. Wodurch ich mich noch mehr räuspern und husten muss, als ich sowieso schon tue. Und das wäre dann doof. Weil es nervt. Es ist garantiert nicht schön beim Zuhören für euch. Und es nervt mich auch selber. Verdammte Angst. Wenn ich mich die ganze Zeit räuspern muss oder husten muss. Na. So. Alle Devidiana-Tore zerstört. Oder geschlossen. Ah, Explodierendüsen zerstört. So, das letzte... das war das letzte Portal, Captain. Die Devidianer sollten damit komplett aus diesem System abgeschnitten sein. Die wären wir los. Wunderbar. Captain, ich erfasse einige seltsame Werte in der Nähe der Warwick. Dort ist irgendetwas sehr Großes. Okay, dann... Ab zur Warwick, würde ich sagen. So. Wendegeschwindigkeit... Antriebsenergie und Vollgas. Oh, wo ist sie denn? Da ist sie. Oh, eine Deridex. Hallo, die Deridex. Untersuchen Sie die seltsamen Energiewerte. Ist damit jetzt die Deridex gemeint? Oh, boah. Blöde virale Matrix. Durch die konnte ich gerade überhaupt nichts machen, weil die nach und nach die Schiffssysteme abschaltet. So, rückwärtsgang. So, fahren wir mit da rein. Schildenergie, yay! Okay, die Deridex waren die seltsamen Energiewerte. So, kriegen wir jetzt noch eine Abschlussnachricht? Was zum... Die Sensoren zeigen an, dass die Energie vollständig verschwunden ist, Captain. Das war... War das Schiff möglicherweise devidianisch? Devidianisches Schiff? Ach du Scheiße, Cryptic, was hast du dir damals dabei gedacht? Sie verlassen jetzt noch nicht. So, erstmal rufen wir die Sternenflotte. Geisterschiff. Die Devidianer sind uns ein Rätsel. Jede Begegnung mit ihnen, Jede Begegnung, die wir mit ihnen hatten, war mit Heimtücke verbunden. Ich befürchte, dass sie eines Tages der Föderation zum Problem werden könnten. Ja, das vermute ich auch. So, wir bekommen ein Kit. Yay! Und zwar ein taktisches Kit und harte Schläge, Angriffsmodul. Da schauen wir mal, was für ein Kit wir gerade drin haben. Ah, das kann ich schon halt mal ausrüsten. Das ist dann für die nächste Stufe. Also müssen wir jetzt noch 4 Level warten, bevor wir das ausrüsten können. Och, Cryptic! So, was haben wir hier? Eine Konsole, die
die Schildheilung verbessert. Dann haben wir Schildregeneration und Schildstärke. Ich würde sagen, fast schon die Schildverstärker, also das Technik in Anführungszeichen, die Schildregenerationsrate können wir durch die Schildheilung ersetzen. Weil die Schilder regenerieren sich eigentlich so schon immer schnell genug, aber die Schilder, die sollten sich schneller heilen können. Das war hier das, glaube ich. Ja, bevor ich das Falsche ausbaue und zap, zap. Und das wird dann entsprechend verwerfen. Wunderbar. So, genauso wie hier, was Gewöhnliches, das wird weggeworfen. Da brauchen wir gar nicht erst schauen, ob er das verkaufen kann. Hier der Torpedo, wie ist der im Vergleich zu unseren? Schlechter. Macht zwar Plasmaschaden, aber meh. Meh. Plasmaschaden brauchen wir nicht wirklich. Weg, obwohl, nee, den könnte man in die Tauschbörse werfen. Aber dafür hier die Konsole. Grüne Konsolen verwerfe ich ja immer gerne weg. So, Moment, machen wir das Kit jetzt doppelt? Ah, das eine ist gewöhnlich, das andere ist ungewöhnlich. Das gibt nochmal Truppenkommando mehr. Wuhu, und dann haben wir hier noch harte Schläger. Was wir dann auch noch machen können. Unser momentanes Kit, was macht das? Das macht Hinterhalt, Tarnmodul, Ausfallschrittung und Gefechtsstrategie. Schießen sind die Fähigkeiten besser, also egal. Dann lassen wir das erstmal. So, da die mittlere Schildladung wegwerfen und die Energiezelle wegwerfen. Sortieren. So, ansonsten. Ansonsten erstmal hier rauswarpen. Energie. Tut mir leid. Und ich schau mal, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Eine halbe Stunde. Halbe Stunde, das sind 2 Folgen. Ich überlege gerade, wie viele Folgen mache ich pro Woche nochmal immer raus. Pro Woche mache ich Star Trek Online 3 Folgen. Ach, dann nehme ich im Laufe des Dings nochmal auf. So, also entsprechend danke ich euch dafür, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Horido und auf Wiedersehen. Ciao.